Nofika weiß, wir Was ist denn das da bei dir im Hintergrund? Doch würden wir uns dann bald fremder Willkür überlassen? Dieser Preis wäre zu Was ist denn bei mir? Weiß ich nicht, da ist ab und zu mal irgendwas. Wir hatten uns selbst und unsere Hund schützen. Und nur die Bruderschaft der Morgenviper konnte die Gefahr bannen, die drohend über uns schwebte. Ah! Doch, das sind die blöden Nachbarsköter. Doch nicht allein. Wir mussten ihr mit vereinten Kräften begegnen. Die drei Stadtstaaten schlossen sich zusammen. Weißt du, seit Wochen bringen die den Hund nicht mehr darüber. Und jetzt fängt er an zu bellen. Jetzt, genau, jetzt. Wuff, wuff. Und wir waren auf dem richtigen Weg. Doch dann kam das Unglück auf dem Feld von Cardenau. Alter, wir zerstören voll die Atmosphäre, ey. Der alle Vorstellungen Was für Atmosphäre? Und unzählige weißt du, ergreifend das ist. Auch ich trage große Verantwortung dafür, da ich der Bruderschaft vorstehe. Noch heute, 5 Jahre danach, sind die Wunden des Waldes nicht geheilt. Das ist doch genauso wie die Suche nach dem Niveau. Welches Niveau? Eben. Nein, du darfst erst wiederkommen, wenn du das Niveau gefunden hast. Augen steht, von euch. Es hinterließ Spuren in unseren Seelen, die sich nicht auslöschen lassen. Vorher darfst du nicht mehr auf dein Zimmer. All dieser Verluste Bin ich doch schon längst. Erdrückt einem manchmal Vorher darfst du nicht mehr aus deinem Zimmer. Daher all die wilden... Oh. Du pinkelst und kackst dann aus dem Fenster, ne? Xal besteht weiter. Ja, pinkel und kacken aus dem Fenster. Sie schädigen den Wald und rauben ihm die Kräfte. Gredania ist in Bedrängnis. Doch denkt daran... Niemand hier trauert alleine. Allein sind wir, weil Nofikas Schar uns im Regen stehen lässt. Seine Pflicht erfüllen würde. Auf der Karte Noah Heide ist eine unbeschreibliche Tragödie geschehen. Uns bleibt nur, der Helden zu gedenken, mit Respekt und tiefer Dankbarkeit. Ich will mich nicht gedulden. Ich auch nicht. Oder irgendwas dämliches Gedenken. Was bringt das denn den Toten jetzt mal ganz gedenken? Ehrlich? Obwohl sich keiner an sie erinnert? Frag Hornbach. Yippie-yay, Schweinebacke. Aber wir müssen auch nach vorne blicken, denn wir haben noch einen langen, schweren Kampf vor uns. Noch ist es zu früh. Alleine sind wir zu schwach. Ja, wir sehen die Galear-Festungen errichten. Zugabe. Wir sehen es. Aber wir müssen uns gedulden. Denn machtlos sind wir nicht mehr lange. Lasst uns erneut zusammentreten unter der Flagge der Bruderschaft. 5 Jahre. Also Gredania, Baumknutscher. 5 Jahre sind vergangen. Es ist an der Zeit. Duldsamkeit ist eine Tugend. Doch diesmal wäre sie unser Untergang. Erheben wir uns und machen der Bedrohung ein Ende. Gelitten haben wir genug. Nun trägt uns der Wind der Erneuerung auf in ein hoffnungsfrohes Morgen unter der Flagge der Bruderschaft. Denn dies ist der Wille der Gebieter, der Wille des Waldes, dessen Kinder wir sind. Für Reinheit, Gelassenheit und heiligen Frieden. Meine Saatseherin. Gelobt seien die Gebieter! Wir müssen schützen, was uns gehört. Ohne den Wald sind wir nichts. Den Stämmen und Xal. Und die Sylphen. Aber die beiden sehen aus. Ich könnte ihn nicht unterscheiden. Ich auch nicht. Doch, die haben unterschiedliche Schleifen. Und das Stimmt. ist Alizée, meine Schwester. Der eine hat grün und der andere hat so rot. Wir sind unterwegs, um zu vergleichen, wie die Stadt an der Rüstung. Das Andenken der Helden von Cardenau bewahren. Wir waren gespannt. Den anderen Vergleich sieht man gerade nicht. Staatlichen Gesellschaften die Ansprachen formulieren würden. So. Erster Dialog fertig. Ja! Überspringen, ich habe keine Lust auf den weiteren.
Ich auch nicht, ey. Das trägt ja hier vom Prinzip auch wieder nichts zur Geschichte bei, sondern nur erklärt hier, die erklären hier die einzelnen Stadtstaaten. So, jetzt geht's nach Ulda. Noch nicht? Mann, der quatscht mich immer noch zu. Ah, jetzt geht er, jetzt gehen sie endlich. Dann habe ich übersprungen. Ich lasse es auslaufen, sozusagen. Aber dann wirklich, das Equipment geht ja mal überhaupt nicht von denen, ey. Das sieht ja aus. Das ist eine Alltagskleidung. Das ist jetzt endlich fertig? Ladebildschirm. Mörgel. Waffelmau. Jetzt bin ich fertig, ja. Völlig fertig. Ich schwebe vor dir. Du kannst mich nicht sehen. Und weg bin ich. Ich verfolge dich dafür. Nein. Dreckstalker. Lass mich doch auch mal. Ich hoffe, dass die anderen nicht so lang sind. Nicht so ungefähr genauso lang, würde ich mal gleich behaupten, oder? Wenn ich gar sogar noch ein Stück ich länger. Ich glaube, hier in Ulda war es ein bisschen war das kürzeste. Wenn du alles überspringst, sowieso. Da brauchst du nur Kreis und einmal X und dann war's das. Aber warte, jetzt wo kann ich mich hinteleportieren, um schneller da zu sein? Wir müssen ja zu der Ebene der Redner. Kammer der Regentschaft müsste es sein. Luftschiff-Landeplatz steht da. Kammer der Regentschaft müsste. Kammer der Regentschaft. Wer hat's erfunden? Ricola. Nein, die Schweizer. Wer genau? Ricola. Nein. Ich. Nein. Immer noch ich. Bernie. Was, wer? Bernie? ist das nicht in aus Simpsons? Nein. Du hast doch mal die Story von Jochen gehört mit Felix und dem Bett. Was? Sagt mir jetzt im Moment gar nichts. Felix hat sich aufs Bett gesetzt, hat ein... Und dann ist das Bett zusammengekracht. Und ach, das war Bernie. Ja. Achso, ja. Stimmt, ja. Ja. Ideal. Ich krieg das aber nicht. Hallo, Raubahn. Die Sultana ist da! Und Raubahn! Der hat nicht meine Hose an. Du doch auch nicht. Und Töchter von Uldar. Na und? Ich habe aber dafür keinen Rock an. Wüste, deren Feuer in uns brennt und deren Glut uns stählt. Oh! Raubahn! Seit uralten Zeiten sind wir weise geführt von der Dynastie derer von Ul. Unter ihrer Regentschaft wird uns selbst der Sand zu glänzendem Gold. Und seit Anbeginn der Zeit stehen wir in Naltals göttlicher Gunst, der unser Land mit unermesslichen Reichtümern segnete. Sieh dir die Flagge hinter General Raubahn an. Die goldene Waage Uldas, auf der sich das Juwel des Wohlstands und die Flamme der Stärke das Gleichgewicht halten. Uldar hat gewaltige Schätze hervorgebracht und Großes damit bewirkt. In der Schlacht von Carteno waren unsere Mittel und unser Wissen der entscheidende Beitrag zur Allianz. Wir haben die siebte Legion der Kalia aufgerieben und in den Boden gestampft. Ja! Yay! In den Boden gestampft? Er bringt da wohl ein paar Kleinigkeiten durcheinander. Viele unserer Kämpfer sind nicht aus der Schlacht zurückgekehrt. Naltal möge ihre Seelen im Jenseits empfangen und sie reich beschenken. Ich weiß, was ihr denkt. Jene Schlacht war ein Sieg, aber kein Triumph. Ein Tag bitterer Verlust. Aber besteht nicht die wahre Schmach darin, dass niemand mehr bereit ist, sich für andere einzusetzen? Seht, was aus Ulda geworden ist.
Heimatlose suchen Zuflucht. Arme betteln um Almosen. Und die Reichen sehen weg. Die einst Mutigen treten nicht für die Gerechtigkeit ein. Können wir uns anmaßen, vor den Helden von Carthenon stolz auf uns zu sein? Können wir ihnen dieses Uldar zeigen und sagen, seht her, für das hier habt ihr euer Leben gegeben? Nicht in dieser unwürdigen Lage. Nicht solange die Amal-Jar unsere Handelsrouten abschnüren. Und nicht solange die Galear sich an den Erdseimquellen bedienen, um uns irgendwann zu unterwerfen. Unser Kampf ist nicht zu Ende. Ob Händler oder Krieger, ob Republikaner oder Royalist, wir müssen einsehen, dass Uldar verwundbar ist, solange es sich nicht eint. Auch ihr Abenteurer, ihr sucht doch in unserer goldenen Stadt euer Glück. Nun, ihr habt es gefunden. Wer bräuchte euch mehr als ein Staat in Bedrängnis? Unternehmer und Helden brauchen wir. Lest nicht einzelne Gildstücke aus dem Straßenstaub, sondern greift mit beiden Händen nach den Schätzen der Welt. Vereint euch unter dem Wort eurer Sultana. Verleiht der Legion der Unsterblichen die nötige Kraft, eure Heimat und eure Habe zu schützen. Denn so wie die Wirtschaft der Welt blüht, so blüht die von Uldar. So wie Uldar blüht, blüht auch sein Volk. Ja, für Uldar! Hab ich was von Zinsen gehört? Ich bin dabei. Eure Hoheit. General? Mein Volk. Zu euch spricht eure Sultana Nanamo Ulnamo, 17. Dera von Ul. Was ich euch zu sagen habe, ist einfach, meine Treuen. Nicht Gold und Silber, nicht Diamanten und Rubine machten uns reich. Uldars Reichtum kommt aus euch, mein treues Volk. Eure Courage und eure Klugheit ist die Quelle aller Prosperität. Und für mich ist euer Leben das wertvollste Gut. Wir werden mutig voranschreiten. Und Uldars Glorie in der ganzen Welt verbreiten. Hoch lebe die Sultana! Ja, wir folgen euch, für Ruhm und Rande. Für die Zukunft Uldars, das im Feuer gehärtet, erst zu wahrer Stärke erwacht. Und jetzt quatschen die wieder ohne Ende, pass auf. Natürlich, die müssen nur erstmal wieder erklären, worum es geht. In die Amal-Jar und ihre Prima der Ifrit haben wir doch schon platt gemacht. So sehen wir uns. So, überspringen, fertig. Das lass mich jetzt nicht mal zuquatschen und den Leuten nehmen. Also es ist wie, wenn ich dir erklären würde, die Probleme der Welt. Kennt jeder. So. Die Welt hat Probleme? Wer spendiert? Okay, du. Du brauchst mir zu lange. Ich hab leider nicht den ganzen Tag Zeit, tut mir leid. Warum nicht? Frag meinen Chef. Was hat denn für eine Nummer? Das ist die, ja. Sex mal die Sex. 090, Sex mal die Sex. Woher kennst du denn die Nummern? Wenn man abends spät nach Hause kommt, sich ins Bett legt und die Programme mal durchschaltet. Selbst auf Pro7 ist es schon wieder, dass du diese Werbung hörst. Echt? Nicht mehr auch nur auf Sat1? Nein, auch auf Pro7 schon. Na, ganz schlimm ist es auf Vox. Oder auf Kabel 1. Nein, auf Sport 1. Na, da, wisst, da kommt der Experte. Eurosport am besten noch, wa? Ey, da läuft Sport. Und nach Sport muss man sich befriedigen. Man muss den Stress abbauen. Ja, wo bleibst du? Bin ja gleich da. Weißt du, bei mir dauern die Ladebildschirme ein bisschen länger, weil ich noch im Rennen bin. Oh.
Und aus, bei ProSieben lacht man sich manchmal einfach nur tot und dann kommt da so eine Werbung und dann, ja, kannst du schon denken.